Moin John und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von den 040 Barbecue Bros. Heute machen wir Smash Burger, Smashed Cheeseburger mit Champignons, Zwiebeln, Bacon, zweimal Käse, Chili. Und wir haben, habe ich heute Morgen schon vorbereitet, grob gewolftes Ribeye. Ungefähr ist jetzt noch ein Kilo, 1,2 denke ich mal. Schön grob gewolft. Wie ihr das macht, seht ihr in dem Video von unserem Italian Burger. Genau, das verlinke ich euch mal in der Ecke. Und dann könnt ihr euch das da gerne mal anschauen, wie wir das halt selber gewolft haben. Und das Ganze machen wir heute auf dem neuen Masterbild von Mo. Genau, auf dem... Heute frisch getauft, die dicke Bertha. Die dicke Bertha, das ist der Gravity 800. Mit der Gussplatte. Deswegen dachten wir uns, was macht man auf so einer Gussplatte am besten? Smashburger. Passt. Nur als Einstand für den Grill. Ja. Ja. Vorgeheizt haben wir den auf 300 Grad. Genau, wir haben den ja ausbrennen lassen. Dies, das. Jetzt 300 Grad. Wir müssen mal gucken, ob das so passt mit der Temperatur. Und dann machen wir geile Burger. Ich hoffe doch. Ich habe nämlich schon mega Hunger. Ja. Also, viel Spaß. Und heute mal Holzen knallt am dollsten. Edel ist mein Mädel. Prost, Digga. Prost. So, wir fangen an mit den Zwiebeln und den Champignons. Dann machen wir ein bisschen Öl drauf. Das ist jetzt Rapsöl. Und dann schmeißen wir einfach die Zwiebeln drauf. Das ist jetzt eine große Gemüsezwiebel. Der zischt auch schon ganz ordentlich hier. Und dann die Champignons gleich dazu. Boah, wie das gleich duftet, ne? Ja, mega. Boah, Wahnsinn. Der hat hier auch so ganz volle Haken. Drei Stück. Jawollo. Dann geht das auch schon ganz, ganz mächtig vorwärts hier, wa? Ich mache noch ein bisschen Öl rauf. Das verteilt sich gerade nicht so gut. Ja, und Champignons fressen ja sowieso Öl. Ja. Dann regle ich immer runter auf 250, damit das gleich hier nicht verbrennt, sondern auch richtig weich wird alles. Denn wir haben ja wieder eine Gussplatte. Die speichert ja bekanntlich richtig Hitze. Oh, das riecht so gut, ey. So, jetzt wo das noch schön heiß ist, machen wir eins. Wir haben hier einen Apfelessig, einen Naturtrüben. Und den hauen wir da nochmal schön mit drüber. Es gibt dem Ganzen noch so eine gewisse Säure, eine Note. Richtig gut. Und Zwiebel und Apfel passt ja auch eigentlich immer. Ja. So, während Mo sich jetzt mit den Champignons und den Zwiebeln noch vergnügt, werden wir schon mal die Smashburger vorbereiten. Und zwar nehmen wir eine schöne Handvoll. Ja, so um die 125, 130. Ja. Wir haben heute ein paar kleinere Brötchen. Wir backen heute kleine Brötchen. Oh, ausnahmsweise mal. Aber so ein Smashburger, das darf ja auch gerne mal... Ja. Umgucken, ne? Also ich mag das nicht, wenn du so ein Brötchen hast und dann hast du da so ein Mini-Ding, lieber ein bisschen außen drum. Und beim Smashburger ist es halt üblich, dass ihr halt so eine Kugel formt. Aber wie auch bei dem anderen frisch gewolften Hack ist es wichtig, dass ihr das nicht ganz so doll zusammendrückt, damit halt dementsprechend die Körnung halt von dem Hackfleisch noch bestehen bleibt. Und das ist halt das Fluffige nachher. Und bringt halt auch die Saftigkeit mit sich. Ich muss sagen, der Grill macht mir richtig Spaß. Natürlich ist das im Gegensatz zum Gasgrill habt ihr nur eine Temperatur im großen Raum. Ja. Beim Gasgrill habt ihr natürlich vier Brenner, könnt ihr dementsprechend einstellen. Ne? Das habt ihr jetzt hier nicht. Aber
Das Ding macht einen richtig guten Job. Also der heizt sich richtig schnell auf. Das ist Wahnsinn. So einen kleinen Grillanzünder, so ein ganz kleines Stück nur. Und innerhalb von 5 Minuten ist er schon bei 120 Grad. Nee, weit rüber. Ja, oder? Also hätten wir, glaube ich, Vollgas gegeben, dann geht der richtig los. Ne? Und das macht echt Spaß hier mit der großen Platte, die dabei ist. Das Piepen ist übrigens halt immer, wenn wir was aufmachen, dann gehen die Initiatoren, die Sensoren, sagen dann Bescheid, hier, irgendwas ist auf und der Lüfter bleibt dann stehen und heizt nicht noch weiter unnötig auf. Übrigens Salz und Pfeffer, das werde ich jetzt auch noch mal über unsere... Oh, das sieht schon richtig gut aus. Über die Zwiebeln und die Champignons machen. Ja, haben wir hier schon die Vorbereitung eigentlich fertig. Guck mal, hier sind noch ein paar Zwiebeln. Kann auch noch mit rein. Oh, geil. Das ist halt auch das Schöne, wenn du halt eine heiße Gussplatte hast, die Champignons verlieren halt nicht so ultra viel Wasser, sondern die werden halt direkt braun und behalten noch so ihre Konsistenz. Das stimmt. Ich habe gestern auch schon Champignons und Zwiebeln gemacht, in einer heißen Gusspfanne. Ja. Und da ist mir das auch aufgefallen. Da hast du richtig Druck drauf. Das wässert nicht so aus, ne? Nee, in der normalen Pfanne wässert das halt immer extrem, ne? Der ist nachher dafür da, gibt eine Schelle für die genau, für das Hackfleisch. Das Fleisch, ja, wie ihr seht, schöne Ablagen hat er. Hier vorne noch, an der Seite, ist auch echt stabil, also das ist schon wirklich ein toller Grill. Also, und ich freue mich wahnsinnig. Er qualmt, das ist das bisschen hier. Also, am Anfang halt, wenn er angeht, so ein bisschen mehr. Ja, normal. Aber das sind nicht mal 5 Minuten. Keine 5 Minuten, dann qualmt er halt mal ein bisschen mehr, aber das ist ja hier bei jedem Grill so. Aber dann hört es eigentlich auch auf. Und den können die noch. Dann heizen wir die Platte richtig hoch. Und dann wird gesmashed. Dann kommt ein schöner Käse drauf. Wir haben ja einmal einen normalen Cheddar. Wir haben ja so einen Cheddar-Schmelzkäse. Das läuft ein bisschen geiler. Das ist halt Schweinkram, wer es mag, der nimmt ihn. Wer es nicht mag, der lässt es bleiben. Bacon kommt noch nebenbei dann drauf. Der lässt sich dann auch schön aus. Und dann... Und dann hier, klein und fein, die Feuerpackung. Genau, schönen Dank, schönen Gruß an Peter, ne? Grüße gehen raus. Ich habe schon mal probiert, Peter. Hat gut Vorfo. Nun haben wir Champignons und Zwiebeln runter. Die dicke Bertha ist schon lange auf 300 Grad, also das geht ja schneller wie Haare waschen. Und jetzt werde ich erstmal 4 Stück machen, obwohl ich mache gleich alle. Ja, ein bisschen weiter auseinander. Wir drücken ja gleich noch schön platt. Mal nehme und dann wird der schön gesmashed. Dann drücken wir die schön platt. Und ich sag mal so, wenn eigentlich die Burger fertig sind oder die Patties fertig sind, dann können wir den Grill schon mal ausmachen. Genau, wir dann wird der Bacon leicht ausgelassen, ja. Ja, geht aber schnell, ne? Was war da jetzt? Eine halbe Minute? Die dicke Bärda hat, auf jeden Fall ordentlich Dampf. Na gut, der hat nicht. Der wollte noch nicht so ganz. Ja, die Platte ist halt auch noch neu. Weil Per Wolf war gerade auf. Und das Hackfleisch ist natürlich auch grob gewolft und Jan hat euch ja erklärt, nicht so doll drücken, sonst verliert das die Konsistenz und dann habt ihr nachher so Matschklumpen. Ja. Nicht so geil. So, jetzt und machen wir der noch wird eins. Kannst du ja noch mal aufmachen da. Mhm. Käse schon mal drüber, damit der direkt mit anlaufen kann. Willst du den anderen auch gleich aufmachen? Na sicher. Dann gebe ich dir den noch schon mal. Ich wollte erst 6 Burger machen, aber... Genau. Bacon noch gleich. Ohne sprechen hier bei uns. Ne? Na sicher. Ich sehe doch an deinem Gesicht, was du willst. Jan wollte einfach mal auch mal an die dicke Bärde ran. Bacon ist auch fertig. Nimm mal die Buns hier. Boah. So. Alles fast fertig. Jetzt geht es wieder etwas schneller hier. Mo buttert gerade die Buns vor. Ja, ist gar nicht so leicht, weil die Butter natürlich wieder hart ist. Hart ist. Aber geht schon irgendwie.
Schmeißen wir einmal mit drauf. Warte. Der Grill ist einfach zu klein, ich brauche einen größeren Grill. Wir machen noch ein bisschen was von dem Chili-Pulver auf den Käse. Aber von dem Zeug braucht man wirklich nicht viel. Also, wenn ihr kein Chili mögt, dann lasst ihr das einfach weg. Wir lieben Chili. Von daher machen wir es einfach mit drauf. Da hinten kannst du noch ein bisschen. Ja. So, wir sind soweit. Hier haben wir einmal ein Patty. Hier nennen. Ein Bun. Genau. Oh, ich verwechsel das auch immer wieder, ne? Patty Bun. Das werden wir ein bisschen mit Senf bestreichen. Dann kommt Mo. Ah ne, erst die Tomate. Genau, dann machen wir ein Tomätchen drauf. Noch leicht Salz, Ochsen, Pfeffer. Ochsenherztomate. Warte. Bisschen salzen und pfeffern. Mhm. So. Dann kommt das Gute darauf. Die Barbecue. Wir haben wieder unsere Lieblingssoße, die Barbecue. Diesmal das Original. So leicht. Nicht zu viel, damit die halt auch noch von dem anderen alles schmeckt. So. Und zum Schluss. Er will nicht. Der will nicht? Er will nicht. Dann noch er will nicht. Zwei Bacon. Schön anrichten. Deckel drauf. Fertig. Das sieht doch mal nach einem guten Burger aus. So kann man das machen. Kommen wir zum Probieren. Halbieren mal das Ding. Ich hab Bock drauf. Der sieht richtig gut aus. Geil. Boah, ey. So sieht er aus. Mega richtig lecker. Oh. Junge, ey. Was probieren wir mal. Der kann gar nicht schmecken. Geil. Schmeckt dir doch gar nicht, oder? Nee, aber ich helfe dir trotzdem. Okay. Ein wahrer Freund. Ich auch von mich. Chili hat Bums auf jeden Fall, das Pulver. Ist geil. Guten Geschmack. Bacon, Tomate, Senf. Mega gut. Barbecue-Soße. Vor allem auch die Pilze und die Zwiebeln. Die Pilze richtig schön Farbe. Trotzdem super saftig. Das ist halt wirklich der Vorteil, wenn du Guss hast. Heiße Gussplatte hast. Ja. Also Leute, wenn euch das Video gefallen hat, dann guckt ihr das nächste Video bitte auch nochmal. Probiert es auf jeden Fall aus. Genau. Ne? Und dann können wir nur sagen, bis zum nächsten Mal. Ganz genau. Und von denen oder von ihr, die dicke Bäder, werdet ihr mehr sehen, weil das Ding macht echt eine richtig gute Nummer. Also das ist absolut geil. Wir werden auch demnächst noch Short Ribs drauf smoken. Also seid gespannt, stay tuned. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Eure 040 Barbecue Bros.